jetzt gerade einen Ort raus im Wedding, und zwar eigentlich im Kiez Gesundbrunnen. Ich hoffe, das funktioniert. Und zwar werde ich bei der nächsten Runde genau hier so in diesem Kiez unterwegs sein. Da ist nämlich die Stelle, wo die Quelle eigentlich war vom Gesundbrunnen. Und ich bin hier etwas erhöht jetzt gerade. Es gibt hier nämlich einen Flakbunker, den man auch besuchen kann mit dem Berliner Unterweltenverein. Das ist der einzige in Berlin von dreien, die zumindest zur Hälfte noch stehen. Und das kann man sich dann anschauen. Aber das werde ich nicht machen. Ich darf da eh nicht rein. Und insofern zeige ich euch nur dieses Kiez. Damit keiner hier runterfällt oder selber runterstürzt, hat man hier diese Gitter davor gemacht. Und deswegen seht ihr die jetzt hier vor der Linse. Ich werde mich dann nach links in diesem Kiez bewegen. Und auch für mich zum Erstaunen hat es sich in den letzten Jahren so ergeben, dass das hier so ein bisschen so das Oberschöne Weide des Westens ist, diese Region hier. Das heißt, vielleicht könnt ihr euch erinnern, als ich die Oberschöne Weide-Tour gemacht habe, da haben wir ja gesehen, dass da sozusagen seit den 90ern eine Deindustrialisierung stattgefunden hat. Und im Prinzip ist hier genau das gleiche Phänomen. Das heißt also, hier in diesem Gebiet, was so hinten zu sehen ist, sämtliche Industrie, auch Kleinindustrie, zerstört gewesen oder abgebaut worden. Und dann haben sich so Gruppen gebildet, die das sehr vielfältig umnutzen, vor allem kulturell, Kunst, alles Mögliche. Und wenn wir Glück haben, können wir vielleicht sogar an der Tour oder auf der Tour ein paar Leute, die das ermöglicht haben, kennenlernen. Ja, aber das werde ich heute so ein bisschen erarbeiten. Das heißt, so ein paar Leute treffen nach Möglichkeit und mir mal so ein bisschen die Orte anschauen. Wahrscheinlich werde ich es nicht hier oben rauf schaffen auf der Tour, einfach um Zeit zu sparen, aber zumindest von draußen sehen, den Flakbunker auf der Tour. Aber ich wollte euch nochmal sehen, ob das klappt. Hinten war ja Schering zeigen und da hinten ist auch der Teufelsberg, nur zu eurer Orientierung. Weiter östlich gibt es eigentlich fast gar nichts zu sehen, außer die Charité. Oder außer der Charité und noch ein bisschen das internationale Handelszentrum. Achso, wir können noch ein bisschen den Potsdamer Platz da ganz hinten sehen. Mal gucken, ob ich das schaffe hier mit der Kamera. Aber das ist ein bisschen schwierig aufgrund des Zauns. Aber hier sollte es möglich sein, genau. Also dort hinten habt ihr die Reichstagskuppel zu sehen. Da sieht man auch Gleisdreieck hinten, also beim Potsdamer Platz. Das da hinten ist der Gasometer in Schöneberg. Da werde ich vielleicht auch mal unterwegs sein. Und das östlichste ist das internationale Handelszentrum an der Friedrichstraße. Okay, also am 24.05. Bin ich hier in diesem Kiez unterwegs, wo unten zu sehen ist, quasi im Gesundbrunnen. Schaltet ein, falls ihr wissen wollt, wer kreativ ist und wirkt. Und falls ihr auch wissen wollt, wo ich eigentlich drauf stand,